Ja, jetzt geht's auch richtig runter. So. Ich glaube, ich baue da gerade ein Keilsilo draus. Wegen. Auf der einen Seite Riesenhaufen, auf der anderen nichts. Weil ich es kann. Oder was meinst du? Von Ja. welcher Seite kann ich reinfahren? Von Hofseite oder von der Wiesenseite? Am besten von der Wiesenseite, oder? Wiesenseite aus, ja. Hier kommst du, glaube ich, nicht mehr wirklich rein. Ja, schon, aber da fällst du, glaube ich, hinten runter. Uah. Oh, ist auch irgendwie, ich bin das gewohnt halt mit dem Fahrtrichtungswechsel, ne? Das ist echt ein Ja. bisschen tricky hier gerade. Na, kommst du nicht mehr raus? Differenziale anschalten ist das da, okay. Ich sehe schon, komm, ich muss dich rausziehen. Könnt ihr ein bisschen so diesen. Okay, einmal geht das. Das nächste Mal kaufen wir uns dann eine Kette. Ich hol den Rest. Erst einmal im Silo hängen geblieben, ey. Wahnsinn. Das ist, Alter. weil es solche Wellen drin hat. Da Ja. sitze ich auf und die Räder sind genau an der Stelle in der Luft. Da ist keine Traktion und weg bin ich. Weißt du, wie ich mein? Aber sicher doch. Da musst du ein paar Holzbohlen draufschmeißen, dass ich da durchkomme. Ja, ich baue da auch, glaube ich, gerade voll das, also was glaube ich, ich baue da gerade voll das Keilsilo draus. Demnächst musst du vorne abkippen und dann alles nach hinten durchschieben. Ja, bei Es manchen war sei das denn, ich, genauso. es sei denn, ich krieg das hin, dass das nachher gleichmäßig ist. Ja, die obere Fläche, so dass ich langfahren kann. Ja. Den Berg hoch komme ich, kein Ding. Da hole ich einmal Anlauf und da, oder ich schiebe den Anhänger rückwärts hoch. Es wäre für mich um einiges einfacher, wenn wir einen Traktor hätten, der diese scheiß Fahrtrichtungswechsel machen würde, mitmachen würde. Oder das überhaupt funktionieren würde mal. Und die Steuerung von dem Schild nicht so komisch wäre. Auf jeden Fall ein schönes Keilsilo. Bin wieder auf dem Weg.
Hat er wieder gespeichert? Gerade jetzt, wo ich abbiegen wollte. Einmal durch den Graben. Und hast du es schon eben? Nö, noch lange nicht. Schiebe noch fleißig auf und nach hinten durch. Also der Überladewagen ist durch, der hat nur noch ein kleines bisschen drin. Okay. Den habe ich leer. Kannst ja auch immer eine Runde häckseln. Vielleicht bin ich dann hier irgendwann fertig mit Schieben. Oh Mann, Alter. Was eine Ich Aktion. kann ja auch schieben, ist kein Ding. Hier Finde mal was Silo gucken. aufschieben, voll cool. Ja, aber es funktioniert doch so wie im LS17. Die Fläche wird hier gerade plan oben. Ja, weil es noch nicht verdichtet ist. Oder? Nee, weil da das Maximum erreicht ist. Ah, ja, Geht okay. dann Ja, nicht höher. das Füllding, das passt. Ja. So, dann schieben wir jetzt hier auf der anderen Seite noch mal wieder ein bisschen. Da. Die linke Seite kippe ich dann rein, oder? Ja, hau rein. Da kommst du da echt hochgefahren? Ja. Kranker Scheiß. Hat ordentlich Power, der JCB. Muss. Was aber auch noch nervend ist, ist, dass man permanent diese Hydraulik hört. Sorry. Hast du mich festgehalten mit irgendwas? Ja, mit einem Anhänger. Bin rückwärts Ich dachte hochgefahren, schon, hab ich dich bin da gegen jetzt an der Elektrik Kante hängen geschoben. geblieben. Oder ich hab dich jetzt von der Kante wieder weggezogen, kann auch sein. Ja, möglich. Weil das ist mir beim hier Anton passiert. Bei Ich mir kam es so vor, bin als wenn ich genau auf der Kante aufgesetzt wäre. ich hab mit einem Schild schon mal in der Kante von dem Silo irgendwie festgehangen. Du glaubst gar nicht, wie ich mich schon im Silo verkeilt habe, ne? Das darfst du gar keinem erzählen, ey. Okay. Da habe ich schon Nummern geschoben im oh. Also der Nummern Traktor macht es gerissen. schon ein Männchen. Ja, alles, Alter. Ich habe Anhänger da drin verloren, die ich nicht wieder rausgekriegt habe. Die musste ich zurücksetzen und ei. Ach was. Alter, aber hier, ja, sieht schon gut aus. Auch nochmal rausgucken. Oh ja, hier oben wird es schön plan. So mag ich das. Wie viel haben wir denn schon drin? Sieben Monate. Gerade eine Million. Boah. Und hier ist noch Platz für zwei weitere, glaube ich. In einem Silo. Ja. Ah, ich glaube, wir haben größere Silos als er. Oder er hat es einfach richtig scheiße. Nee, du hast es verdichtet, ne? Ja, aber Ja, wir haben größere. mehr ging nicht rein. Also es war wirklich knallvoll. So, erstmal Differential an, damit ich hier wieder hochkomme. Alter, was alleine das ausmacht, deswegen liebe ich die Differentiale so. Wenn es drauf ankommt, bringen sie nochmal was. Leuchten die bei dir grün oder sind die rot? Aus sind sie grün, rot sind sie an. Okay, da habe ich sie Und jetzt wenn gerade die aus. Kardanwelle gelb ist, ist Allrad an. Wenn die aus ist, ist es. Hast du nur noch Frontantrieb. Nee, Okay. Heckantrieb. Front. Trecker kann niemals Frontantrieb haben, glaube ich. Ja, doch, geht schon. Rein Front halte ich für ein Gerücht, dass irgendwer so baut.
Gibt's schon, aber es war dann halt Fusch am Band. Für die Aussagen. Ja, jetzt werde ich hier abgeladen in Schneckentempo. Beziehungsweise aufgeladen. Okay. Ja, ich würde sagen, ich hab dich leer. Das ist schön. Komplett. Alles. Kompletter Aller. Das Blöde ist jetzt halt natürlich, wenn ich jetzt so ein Kaisilo aufschiebe, bis wir mal irgendwann hinten durch sind, dauert das ewig. Da kannst Was du hast du? noch stundenlang schieben, bis du mal hinten am Rand angekommen bist. Ja, nein, ich schieb von beiden Seiten rückwärts einfach den Anhänger rein und kipp's rein. Ich glaube, es würde fast mehr Sinn machen, von der anderen Seite jetzt immer abzuladen. Wiesenseite, oder? Ja, dann Ja. da ist Von nämlich dort mehr schaffe ich es Platz. auch Ich fahre da hochzufahren. nämlich jetzt mal rüber und schieb das auch nochmal zusammen. Von dort schaffe ich es auch hochzufahren. Gleich nicht mehr. Ja, dann häcksel weiter, dass ich noch eine Chance habe, hochzufahren. Ja, wobei, wenn ich die dicken Berge hier erstmal wegschiebe, Kann ich ja auch machen. dann kommst du da Kann. gleich hoch. Hoffe ich. Oh, meine Nase, die kribbelt. Dann kriegst du noch einen drauf, wenn sie kribbelt. Na, gleich kriegt sie eine drauf, ja, wenn sie nicht aufhört zu kribbeln. Nicht die Nase, du. Nee. Das ist was, was ich gar nicht ab kann, ey. Wenn die Nase so komisch brennt, kribbelt Ja. und man immer nur am besten nonstop Nase putzen muss, ey, das Ja. ist ätzend. Dann weiß ich auch mal sofort, alles klar, in 2 Tagen liegst du komplett flach. Ja, kann ich mir nicht leisten. Da, wo du jetzt bist, fahre ich rückwärts rein, oder? Ja. Und dann kippe ich in der Mitte ab und zieh's langsam raus. Zieh ihn langsam raus. So, ich habe jetzt aber erst eine Seite bearbeitet. Aber auf jeden Fall kannst du da eigentlich hochfahren. Das sollte problemlos funktionieren. Du kennst mich nicht. Ja, noch nicht. Krieg war das. Einmal Schwung holen und dann steckt das Ding da drin. Oh Gott. Warte. Das sieht gut aus. Ja, jetzt muss man es nämlich auch nur noch ein bisschen verteilen. Jetzt hast du da oben schön gerade Kante geschmissen. Genau. Jetzt schiebe ich das rechts und links noch in die Löcher rein und dann. Das versuche ich jetzt nochmal. Achso, oder willst du weitermachen? Soll ich weiter häckseln? Oh, ich bin stolz auf mich. Ich meine, die Auffahrt sieht ja geil aus hier schon mal. Das habe ich gut hingekriegt. Jetzt müssen wir halt nur Nicht noch von schlecht. hier hinten eigentlich theoretisch schieben, 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 schieben bis hier vorne hin. Bis zu dir, oder? Obwohl das kann man eigentlich auch von der anderen Seite nochmal anfahren. Dann hier vorne reinkippen und das alles aufschieben. Aber erstmal hier hinten voll machen, glaube ich.